Hallo, herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, an diesem Donnerstagnachmittag. Für meinen Kanal ein relativ ungewöhnliches Zeitfenster, um Video hochzuladen. Aber ich brauche mal eure Hilfe, beziehungsweise ich würde mal eure Meinung zu dem hier thematisierten Thema interessieren. Das Video heißt bemerkenswerte Geschäftsmodelle bei Flickr. Ja, Flickr ist den meisten von euch bekannt, ist eine Plattform, wo man als Fotograf, Fotografin seine Bilder mit anderen, mit der Community teilen kann. Ich bin bei mehreren, ich bin bei 500 Pics, natürlich bei Insta, Facebook auch noch, aber da habe ich das Gefühl, das stirbt aus, aber das soll überhaupt nicht Thema sein. Flickr habe ich irgendwann mal angefangen, dann wieder sein gelassen und dachte ich, ach komm, gib der Plattform nochmal eine zweite Chance. Ja, das mache ich jetzt so seit ein paar Monaten und ein Ritterschlag bei Flickr ist, wenn man ja auf Explore kommt. Das heißt, das Team sucht Bilder raus, welches dem Team ganz gut gefällt. Und man erkennt es dann immer daran, man hat auf einmal relativ viele Kommentare, dass die anderen Member einem dazu beglückwünschen, dass das eigene Bild auf Explore gekommen ist. So, soweit so gut. Ich starte jetzt mal das Bildschirmrecording. Mich hat dann gewundert, dass es ein Bild von mir geschafft hat und relativ wenig Nachrichten da waren. Ja, und was man dann so macht, dann klickt man mal auf ja, das eigene Profil und dann war ich beim Posteingang. Ihr seht die Mail jetzt hier vorliegen. Das Team Flickr, und zwar das Flickr Trust and Safety Team, hat mir geschrieben. Ich erschildere euch das jetzt einfach mal, was da... So, ich habe es mal übersetzt, weil ich ja kein guter Native Speaker bin. Ich habe mal den Google Translator bemüht. Hallo Lichtbildjournalisten, es wurde festgestellt, dass Ihr Konto moderate oder eingeschränkte Inhalte enthält. Während Flickr ein breites Spektrum an künstlerischem Ausdruck begrüßt, das begrüße ich übrigens auch, während Flickr ein breites Spektrum an künstlerischem Ausdruck begrüßt, sind gemäßigte und eingeschränkte Inhalte auf Flickr pro Abonnenten beschränkt. Aha. Ihr Konto wurde vorübergehend in einen gesperrten Zustand versetzt, in dem Ihre Inhalte nur für Sie als angemeldeten Kontoinhaber sichtbar sind. Wir bitten Sie, dieses Problem zu löschen, indem Sie entweder auf Pro upgraden oder Ihre nicht sicheren Inhalte löschen. Hier können Sie Ihre Konto upgraden, bla 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 und so weiter und so fort. Also, ich brauche das jetzt nicht übersetzen. Also, es gibt nicht sichere Inhalte bei mir. So. Ich habe ein paar Bilder von meinem Mask Trash Art Projekt oben und ich habe vorher mal geschaut, ob man zum Beispiel die weibliche Brust auf Flickr sehen kann. Und ich habe Bilder gefunden. Es war nicht wie bei Instagram, dass es verpixelt war. Da habe ich mir erstmal gedacht, okay, die Bilder werden offensichtlich nicht gesperrt. Man konnte sie einfach hochladen und das war jetzt monatelang auch gut. Bevor ich jetzt zum Kern meines Videos komme. Natürlich gibt es Vorgaben im Internet, die möchte ich aber gar nicht diskutieren. Oder vielleicht doch. Wir leben im 21. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert dürfen wir Freigeister, die auf den Mond fliegen, keine weibliche Brust im Internet zeigen. Das ist, warum auch immer, das ist nicht legitim, wenn ein künstlerischer Gedanke da steht. Bei Pornografie kann ich das hier alles noch verstehen. Aber ich sag mal, das ist ja klar definiert. An dieser Stelle habe ich irgendwann schon mal gesagt, möchte ich es nochmal sagen. Mir wurde letztens auf YouTube ein Video vorgeschlagen, wo, das hieß glaube ich Zulu Maiden, also ich bin ja jetzt geschichtlich oder beziehungsweise stammesgeschichtlich nicht bewandert. Es sind junge afrikanische Frauen, die irgendeinen Ritus da durchlaufen und da tanzen die ganz viel. Die tanzen Barmusik. Man findet davon Videos im Internet über 15 Minuten, wo man 300... mal weibliche Brüste wippen sieht. Das kann sich jeder auf YouTube angucken. Ich verstehe das nicht. Die Begründung scheint ja zu sein, das ist ein geschichtliches, ein Stammesritual, eine Völkerangewohnheit. Deswegen darf man das sehen. Das ist da nicht gefährdend. Ein künstlerisches Bild, wo man die weibliche Brust sieht, ist aber gefährdend, weil es eben keine Stammesgeschichte ist, ich verstehe das nicht. Ich sehe doch auf beiden Dingen ein und dasselbe. Während bei dem einen ich möglicherweise ziemlich junge Frauen sehe, mag ich jetzt mal so nochmal kritisch anmerken. Ich verstehe das nicht. Vielleicht kann mir das irgendeiner erklären, warum das so ist. Ich weiß, das ist eine Grundsatzdiskussion, ich verstehe das nicht. Aber gut, ich akzeptiere, dass Flickr sagt, das geht nicht, wir können das nicht zeigen. Kann ich mit leben, macht Instagram auch nicht. Aber was mich jetzt wirklich über diese grundsätzliche, ich sag mal,
Spießbürgertum im 21. Jahrhundert im Internet. Was darüber hinaus mich jetzt so wirklich echauffiert, sind die Lösungsansätze. Zum einen, ich habe jetzt Flickr mal angeschrieben, wird da allgemein gesprochen. Also mir wird jetzt nicht explizit Bild 1 bis 5 markiert, welches da in Frage kommen könnte. Das wäre jetzt auch zu einfach, dass ich die rauslösche, dass mein Profil wieder entsperrt wird. Nein, das nicht. Also habe ich dann halt mal geschaut, die sogenannten Safety Levels, die hier quasi von Flickr angeboten werden. So, und da sind die Safety Levels eben mal erklärt. Ich habe auch das nochmal übersetzt. Das folgende ist ein allgemeiner Leitfaden für Sicherheitsstufen. Sicher, akzeptabel für ein globales öffentliches Publikum. Nein, das sind meine Bilder. Also, wie gesagt, das Maximale, was zu sehen ist, ist eine Brustwarze bei meinem Content. Für öffentliches Publikum. Denken Sie darüber nach, was für Public Viewing in jeder Umgebung angemessen wäre. Moderat. Teilweise Nacktheit, wie nackte Brüste und Hintern. Dazu gehören Warzenhöfe, Brustwarzen, Tangas, Brustwarzenabdeckung, Pasteten, ist eine schlechte Übersetzung, keine Ahnung, was damit gemeint ist, oder durchsichtige oben ohne Nacktheit. Aha, also ich glaube, das ist ja auf Insta zugelassen, dass man so See-Throughs macht, hier nicht. Eingeschränkt ist dann die nächste Sicherheitsstufe, vollständige frontale Nacktheit und sexuelle Handlung haben wir nicht. Also ich bin da jetzt im moderaten Teil. Und seit dem 1. Mai 2022 sind die kostenlosen Konten darauf beschränkt, nur sichere Inhalte zu posten. So, und da ist jetzt der Punkt, wo ich, wie ich es jetzt in dem Titel auch beschrieben habe, das finde ich einfach bemerkenswert. In erster Instanz programmiert man, kein Schmuddelkram ins Internet zu bringen zu wollen. Man möchte für alles sicher sein und wie gesagt, das sind gefährdende Inhalte, das lese ich daraus. Deswegen wird mein Content ja eingeschränkt, weil ich ja eine Brustwarze oder meinen Arsch drauf habe. Aber jetzt, ich kann es doch machen, wenn ich zahle. So, und das muss mir meine erklären. Also das finde ich eine harte Nummer. Einerseits ist der Content moderat gebrauchbar oder sogar gefährlich, jugendgefährdend. Zahle ich aber dann den Obolus, dann auf einmal nicht mehr. Weil er dann, ich glaube, ich habe gelesen, anders moderiert wird. Ich weiß ja jetzt nicht, wie schwer so eine Sicherheitsüberprüfung in so einer großen Seite zu programmieren ist. Ist sicherlich ziemlich teuer, weil wenn ich mir die verschiedenen Abo-Programme oder Modelle jetzt von Flickr angucke, wo ich dann halt meinen gefährdenden Content reinmachen kann, das monatliche Abo würde mich 7,49 Euro kosten. Beim Zwei-Jahres-Plan bin ich nur bei 5,49 Euro. Ja, und beim Jahresabo bei 6 Euro. Ich fühle mich da minimalst verarscht. Wie gesagt, nur meine Meinung. Wenn man sagt, wir wollen das nicht, dann ist das okay. Aber sich die Option durch Zahlen zu erkaufen, konterkariert doch vollkommen die Idee dahinter. So, wenn ich mich jetzt zu Unrecht aufgeregt habe, liebe Fotofreunde, dann lasst es mich doch bitte wissen. Vielleicht habe ich das auch nicht verstanden. Aber auch hier, es ist nur meine Meinung, ihr könnt eine ganz andere dazu haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal eure Meinung in den Kommentaren dazu niederlegt. Danke. Schönen Donnerstag noch. Tschüss.